Hast du Kinder? Oder kennst du welche? Was kannst du für deren Gesundheit tun? Hier ist wieder Ralf Bohlmann mit dem Beste Version von dir Podcast. Ich habe in den letzten Tagen mehrere E-Mails bekommen, in denen es um das Thema Kinder ging. Da die meisten von uns wohl welche kennen oder welche bei sich wohnen haben, denke ich, gehe mal kurz darauf ein. Die Fragen, die man mir stellt, gehen meist in die Richtung, was mache ich jetzt mit denen? Wie kriege ich das Thema Gesundheit an die dran? Wie gewöhne ich die an eine gesunde Ernährung? Was ist überhaupt gesund für Kinder? Da muss ich gleich vorweg schicken, ich bin kein Arzt, ich bin kein Kinderarzt, ich bin kein ausgewiesener Experte in puncto Kinder. Allerdings war ich selbst mal eins und seit 25 Jahren habe ich eigene. Eine meiner Töchter, eine meiner drei Töchter ist noch ein Kind. Und ich habe eine Frau, die sich auch ein bisschen auskennt, die täglich mit Kindern von 10 bis 18 Jahren zu tun hat und die natürlich die auch beobachtet. Wie sie sich bewegen, wie sie sich ernähren, wie konzentrationsfähig sie sind, wie wach, wie fit oder eben nicht. Wie oft sie krank werden oder eben nicht. Und darüber tauschen wir uns praktisch täglich aus, wenn sie aus der Schule kommen. Beide, meine Tochter und meine Frau. Und wir sind uns mit dem, was ich hier sage, auch einig. Aber nochmal, ich betrachte mich nicht als ausgewiesenen Experten. Aber das sind Millionen von Müttern, Großmüttern, Onkel und Tanten ja auch nicht, die dir Ratschläge erteilen. Im Zweifel nach dem Motto, ach, lass den Jungen doch essen, was er will, er hat doch so schöne runde Bäckchen. Also, was für mich gilt, dass ich leere Kohlenhydrate in der Regel vermeide, weil ich gerne möglichst viel Zeit im Fettstoffwechsel verbringe, weil ich das Blutzucker-Jojo nicht möchte, dann gilt das für meine 11-jährige Tochter nur mit Einschränkungen. Meine Tochter möchte und darf auch mal zum Essen ein paar Kartoffeln oder etwas Reis haben. Sie darf auch beim Italiener mal eine Pasta oder eine Pizza bestellen. Allerdings tut sie das oft gar nicht. Eigentlich nur, wenn wir mit Freunden da sind und deren Töchter Pasta oder Pizza bestellen. Sonst bestellt sie oft ein Stück Fleisch mit Gemüse oder Fisch oder Muscheln oder Sepia, weil sie das mag. Und sie mag das, weil sie es von uns kennt, weil wir ihr das auch sehr früh angeboten haben und weil sie bei uns zum Beispiel gar kein klassisches Brot finden wird, wohl aber das Eiweißbrot von Nicole. Also ist es für sie völlig normal, frisches Gemüse zu essen, Eier, hochwertiges Fleisch, Fisch. Manchmal möchte sie Reis dazu haben und den bekommt sie dann auch. Und zwar dann, wenn sie danach fragt. Aber das ist beileibe nicht bei jeder Mahlzeit der Fall. Meine Tochter hat 4 oder 5 Stunden Schulsport in der Woche und sie turnt im Verein 3-mal in der Woche für jeweils 2 Stunden. Sie ist schlank, aber nicht mager. Sie wird sicher größer werden als ihre Mutter und ich denke, sie wird mich auch einholen. Sie kann in ihrer Klasse, in der sie die Jüngste ist, die meisten Klimmzüge, einschließlich aller Jungs. Und der eine oder andere von denen ist 1,5 Jahre älter als sie. Was ich damit sagen will, ist Folgendes. Kinder müssen nicht mit Brot, Nudeln, Pizza und Süßigkeiten gemästet werden, damit sie prächtig gedeihen. Leere Kohlenhydrate müssen nicht zwangsläufig bei jeder Mahlzeit die Basis darstellen und das sollten sie auch nicht. Und Kinder dürfen auch mal Brot essen, auch mal eine Pizza essen, auch mal Nudeln essen und gern auch mal etwas Reis. Aber bitte nicht 3-mal am Tag ausschließlich leere Kohlenhydrate und dazu oder dazwischen Süßigkeiten oder Salzigkeiten. Und Kinder brauchen auch keine süßen Getränke zu Hause. Weder Cola, Fanta, Tralala, noch süße Tees, noch Fruchtsäfte. Brauchen sie alles nicht. Das einzige Getränk, was sie wirklich brauchen, ist Wasser. Das heißt nicht, dass das alles kategorisch verboten ist. Zumindest nicht bei uns. Aber es ist eine seltene Ausnahme. Wenn wir essen gehen, darf unsere Tochter eine Limo bestellen. Wenn sie bei Bekannten ist oder dort übernachtet, darf sie trinken, was die anderen trinken, wenn sie möchte. Aber bei uns wird unsere Tochter bestimmte Dinge halt einfach nicht finden. Bestimmte Lebensmittel oder bestimmte Getränke haben wir einfach nicht im Haus. Kein normales Brot und keine süßen Softdrinks zum Beispiel. Aber wenn die Kleinen doch nichts anderes essen oder trinken? Naja, das werden sie schon, wenn nichts anderes da ist. Der wichtigste Punkt dabei ist, dass wir vorleben, was wir für richtig halten. Was wir selbst nicht praktizieren, das können wir natürlich auch von unseren Kindern nicht erwarten. Zeig deinen Kids, was du machst, wie du es machst und warum du es machst und wie gut es dir damit geht. Die merken schon den Unterschied zu den Erwachsenen, die dann noch den volkstümlichen Weg beschreiten mit Brot, Nudeln, Kuchen und dann wieder Brot und dazu Saft, Cola und Bier oder Wein am Abend. Die beobachten dich auch dabei, wie du Sport treibst und was du für deine Fitness und für deine Figur tust, dass du in aller Entspanntheit auf sowas achtest, dass du auch darauf achtest, gut zu schlafen und achtsam zu sein. Normal ist aber auch, dass sie auch die anderen Dinge ausprobieren, das gehört dazu. Früher oder später bemerken sie den Unterschied und dann kommen sie von allein drauf. Ich lege außerdem auch noch Wert darauf, dass meine Tochter sich für einen Sport entscheidet und den auch regelmäßig 2-3 Mal in der Woche ausübt.
Was das ist, ist mir dabei weitgehend egal. Wenn es allerdings um Leistungssport geht, dann hätte ich da gerne ein Auge drauf, um meine Tochter zu beschützen. Gesundheit und Spaß dürfen dabei eben nicht zu kurz kommen. Also auch Gesundheit, da wird beim Thema Leistungssport manchmal ein bisschen drüber weggesehen. Also ein bisschen vorsichtig an der Stelle. Und meine Tochter darf auch verschiedene Dinge ausprobieren, was Sport angeht. Wenn sie die Nase von etwas voll hat, dann ist das okay. Dann findet sie was Neues. Aber bitte nicht dreimal im Jahr. Und ansonsten beobachte ich meine Tochter natürlich. Und solange sie fröhlich ist, wach, aktiv, schlank und gesund, solange sie wächst und gedeiht, wie man sich das wünscht, lasse ich sie auch in Ruhe und konzentriere mich darauf, ihr ein gutes Vorbild zu sein. Kinder lernen ohnehin die wichtigsten Dinge dadurch, dass sie uns bei dem beobachten, was wir Leben nennen. Also zeige ich meinen Töchtern, wie ich mir ein gesundes, aktives, erfülltes und glückliches Leben vorstelle. Wenn ihnen gefällt, was sie sehen, dann sind sie gern ein Teil davon und sie werden sich früher oder später auch daran erinnern, wenn sie selbst ihr eigenes Leben gestalten. Vielleicht machen sie es sogar noch besser als ich. Würde mich freuen. Vorleben ist der Schlüssel. Viel Spaß dabei. Diese Folge wurde dir präsentiert von Coro, dem Versender haltbarer Lebensmittel. www.corodrogerie.de. Seit Jahren bin ich dort Kunde, weil die Produkte klasse sind. Der Service ist wirklich gut, die Preise stimmen und alles ist fair gehandelt und von Bioqualität. www.corodrogerie.de. Rabattcode RALF. R-A-L-F. Das war's für heute. Wir hören uns die Tage. Dein Ralf Bohlmann.